Hallo und herzlich willkommen zur Himmelsvorschau für Astrofotografen für den Mai 2023. Und diese Himmelsvorschau, die möchte ich mal ganz anders beginnen. Und das ist ein bisschen eigennützig tatsächlich, möchte das Ganze nämlich mit Werbung beginnen. Es gibt gerade druckfrisch ein neues Buch und das ist der Bildatlas der Sternhaufen und Nebel und der ist im Kosmos Verlag erschienen. Die Bildautoren sind Michael König und Stefan Binnewies. Das sind ja zwei Astrofotografen, die seit Jahrzehnten ja einen guten Ruf in der Astrofotografie-Szene genießen. Außerdem ist Michael König studierter Astrophysiker. Der Untertitel des Buchs ist Die Astrophysik hinter den Astrofotografien. Es ist nicht ganz uneigennützig, dass ich hier Werbung mache, denn ich bin Teil des Capella-Teams, wie auch eben Stefan Binnewies. Hier zum Beispiel auf dem Foto in dem Buch könnte man mich theoretisch erkennen. Ich sitze dort in dieser Observatoriumskuppel und bediene das Teleskop. Das Buch ist übrigens beides. Es ist ein ganz tolles Bilderbuch, in dem man einfach nur blättern kann, die schönen Aufnahmen genießen kann. Und außerdem gibt es aber tonnenweise spannende physikalische Hintergründe. Am Anfang des Buchs gibt es eine theoretische Einführung und dann kommt der eigentliche Bildteil. Ich muss sagen, ich bin schon einigermaßen stolz darüber, dass ich an vielen der Bilder in diesem Buch beteiligt war, sei es durch die Bildaufnahme oder auch durch die eigene Bearbeitung. Es gibt dann Objektkategorien, also zu jedem Objekt gibt es dann noch wiederum einen Text und die Qualität dieses Buchs, also mir ist ehrlich gesagt kein anderes Buch bekannt, sowohl vom Inhalt als auch von den Bildern. Der Druck der Bilder ist zum Beispiel wirklich fantastisch. Übrigens haben die beiden schon ein Buch geschrieben, das ist der Bildatlas der Galaxien und für den gilt das Gleiche, was ich gerade auch gesagt habe. Ja, wer sich für Astrofotografie und für Astronomie interessiert, für den ist dieses Buch eigentlich eine Pflichtlektüre und es ist ein wahnsinnig tolles Geschenk. Damit ist der Werbeblock beendet und damit kommen wir zu den Leserbildern. Wie immer am Anfang erkläre ich euch nochmal kurz. Ihr könnt mir Bilder schicken, die inspiriert sind hier durch diese Himmelsvorschau. Also wenn ich im letzten Monat Objekte vorgestellt habe und ihr habt dann gesagt, Mensch, das fotografiere ich mal, habt das in die Tat umgesetzt, dann schickt mir dieses Bild. Schickt mir das an meine E-Mail-Adresse frank@astrofoto.cologne und zwar als JPEG-Format in der vollen Auflösung an die E-Mail angehängt. Das ist ganz wichtig. Viel Text braucht ihr nicht dazu zu schreiben, weil ich leider nicht die Zeit habe, die ganzen Texte dann auch hier einzuarbeiten und die Bilder werden am Ende der nächsten Himmelsvorschau dann gezeigt. Also die Einsendungen, die im April gekommen sind, werde ich am Ende dieses Videos hier zeigen. Jetzt kommen wir aber endlich zum Sternenhimmel im Mai. Der Neumond ist am 19.05. und ich zeige euch hier mal den Sternenhimmel am 19.05. um Mitternacht. Wir sehen im Süden ja immer noch das Sternbild Jungfrau. Das steht nur leider relativ niedrig am Horizont. Deswegen mache ich nicht so viele Objekte in der Jungfrau. Dann Haar der Berenike können wir immer noch sehen. Wir sehen aber das schöne Sternbild Bärenhüter auch schon ja hoch oben am Himmel stehen und quasi den Meridian durchkreuzend. Und ganz oben im Zenit steht der Drache und der kleine Wagen. Und mit dem Bärenhüter fangen wir auch an. Ich zeige euch hier eine Aufnahme, die habe ich im letzten Jahr im Mai schon gezeigt. Das Bild zeigt die nördliche Krone und den Bärenhüter in einer Whitefield-Aufnahme und wir sehen rotleuchtend den hellen Stern Arctur in diesem Bild. Wie gesagt, ich habe das Bild schon letztes Jahr gezeigt. Das ist eine Weitwinkelaufnahme von Bernhard Hubel und Arctur, hier der helle rote Stern, ist übrigens ein roter Riese. Das ist der dritthellste Stern des Nordhimmels. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, okay, aber der Sirius, der gehört tatsächlich zum Südhimmel, würde man also zur südlichen Hemisphäre eher zuordnen. Und deswegen ist Arctur tatsächlich der dritthellste am Himmel. Ich glaube, die Vega ist der ersthellste am Nordhimmel. Der Arctur ist ein roter Riese und das erkennt man auch schon mit bloßem Auge, diese rötliche Färbung. Und er ist Teil der sogenannten lokalen Flocke. Das ist eine Wolke aus interstellarer Materie und unsere Sonne, die fliegt da gerade durch diese lokale Flocke. Ich liebe Trivia, also bei Film zum Beispiel. Und ja, Arctur kommt in einem sehr bekannten Science-Fiction-Film vor, in dem Film Passengers. Wird nämlich ein sogenanntes Swing-By-Manöver
am Arktur durchgeführt. Ich zeige euch diese Aufnahme hier, um euch mal zu zeigen, dass man auch mit Weitwinkelobjektiven jetzt in dieser Jahreszeit im Frühjahr tolle Aufnahmen machen kann. Es kam hier ein bisschen ein kleiner Trick dazu. Es wurde ein sogenannter Cocon-Weichzeichnungsfilter benutzt, damit die Sterne, also die helleren Sterne vor allen Dingen, ein bisschen besser rauskommen. Man kann sich zum Beispiel auch Nächte zunutze machen, wo so ein bisschen Schleierbewölkung ist. Dann hat man diesen Weichzeichnungseffekt von ganz alleine. Und mit einem schönen Vordergrund zum Beispiel kann man sehr schön auch Sternbilder fotografieren. Und dazu möchte ich euch hiermit mal animieren. Ja, zwischen den Sternbildern Hader, Berenike und Bärenhüter, nicht weit weg vom Arktur, da steht der Kugelsternhaufen Messier 3, aber offiziell, das ist immer so ein bisschen merkwürdig, wo die Sternbildgrenzen vorbeilaufen, gehört M3 tatsächlich zum Sternbild Jagdhunde. Messier 3, das ist schon ein relativ heller und großer Kugelsternhaufen. Klar, M13 ist noch größer und am Südhimmel gibt es zum Beispiel Omega Centauri. Dagegen ist Messier 3 wirklich klein, aber am Nordhimmel ist es einer der größeren und helleren Kugelsternhaufen. Im vergangenen Jahr war im Mai tatsächlich M3 das Objekt des Monats in meiner Himmelsvorschau hier und es gibt über Kugelsternhaufen sehr, sehr viel zu berichten. Wenn euch das interessiert, dann schaut euch den Teil der Himmelsvorschau aus dem Mai 2022 nochmal an. Da erkläre ich alles Wissenswerte dazu. Das Spannendste an M3 ist, dass er 212 veränderliche Sterne hat und die kann man eben auch nachweisen und beobachten in diesem Kugelsternhaufen. Wie gesagt, schaut euch dazu die Himmelsvorschau aus dem Mai 2022 nochmal an, wenn euch das interessiert. Was Brennweiten angeht, ist es bei Kugelsternhaufen so, die sind relativ kompakt und klein, also man benötigt etwas Brennweite, es macht Spaß, ich sag mal, ab 800 mm Brennweite bei einem APS-C-Format-Chip. Und je länger dann die Brennweite ist, desto beeindruckender sieht das aus mit den Kugelsternhaufen, wenn die dann, wie hier im Bild, zum Beispiel beinahe das komplette Bildfeld füllen. Filter solltet ihr auf jeden Fall weglassen. Bei Kugelsternhaufen, die bestehen alle aus Sternen und da ist es wichtig, die Sternfarben richtig hinzubekommen. Also keinerlei Filter verwenden. Die sind auch ziemlich hell. Braucht man auch nicht unbedingt einen Filter, kann man auch zum Beispiel belichten, wenn der Mond ein bisschen scheint oder wenn die Bedingungen generell nicht so gut sind. Jetzt der Mai ist einfach der Monat der Kugelsternhaufen und das geht auch noch weiter so. In den Sommermonaten, vor allem im Juni, können wir viele Kugelsternhaufen beobachten und auch das erkläre ich in der Himmelsvorschau im Mai 2022, warum das so ist. Und einer dieser Kugelsternhaufen, beziehungsweise besser gesagt zwei dieser Kugelsternhaufen, die befinden sich auch im Sternbild Hader Berenike. Das ist einmal Messier 53 und NGC 5063. Diese beiden Kugelsternhaufen stehen so nah beieinander, dass man sie eigentlich ja auch zusammen aufnehmen kann, so wie es hier der Thomas Lelü aus Frankreich gemacht hat. Schön an diesem Pärchen ist, dass der eine Sternhaufen, nämlich Messier 53, relativ kompakt ist, wie man es erwartet, auch von einem Kugelsternhaufen. Der andere, NGC 5063, der ist ja beinahe wie so ein offener Sternhaufen, also nicht so kompakt. Und das ist eigentlich ein schönes Pärchen und wie ihr hier an der Aufnahme sehen könnt, ja, ergibt das dann insgesamt ein interessantes Astrofoto. Auch hier ist es so, ihr braucht etwas Brennweite für diese beiden Kugelsternhaufen. Auch wenn ihr sie zusammen im Feld fotografieren wollt, ja, braucht ihr schon ein bisschen Brennweite. Ab 800 mm, sage ich immer, macht das einigermaßen Spaß. Dann dürft ihr keine Filter verwenden, denn ihr seht auch hier, dass die Sternfarben etwas unterschiedlich sind. Und die sollen auch schön differenziert sein. Man soll die Sternfarben gut erkennen, also keinerlei Filter verwenden. Und was die Belichtungszeiten bei Sternhaufen generell und bei offenen Sternhaufen oder Kugelsternhaufen angeht, ist es so, ja, eigentlich brauchen die Objekte selber nicht die lange Belichtungszeit. Da reicht unter Umständen eine Stunde schon, aber man kann natürlich durch lange Belichtungszeiten ein tiefes Feld drumherum noch erzeugen. Das wirkt irgendwie immer wertiger, immer besser und interessanter zum Anschauen als zu kurze Belichtungszeiten. Was die Einzelbelichtungszeiten angeht, müsst ihr mal ein bisschen experimentieren. Da kann man mit der Einzelbelichtungszeit auch ein bisschen runtergehen, damit man die Sternfarben schöner darstellen kann. Also statt zum Beispiel 5 Minuten, wenn das eure übliche Belichtungszeit ist, dann mal runtergehen auf 3, vielleicht auf 2, vielleicht sogar nur auf 1 Minute.
Kommen wir nun zu den Galaxien und da befindet sich hier eine schöne Galaxie bzw. mehrere Galaxien, nämlich NGC 5371 zusammen mit der Higson Group oder Higson Gruppe 68. Die befinden sich hier in einem Dreieck zwischen den Sternbildern Großer Wagen, also am Ende der Dark Cell, Jagdhunde und Bärenhüter. NGC 5371 ist eine ganz normale Balkenspiralgalaxie und diese Higson-Gruppe, benannt nach einem amerikanischen Astronomen, Paul Higson hieß der. Ja, das ist eine kompakte Gruppe von Galaxien und dieser Paul Higson, der hat 1982 einen Katalog mit solchen kompakten Galaxiengruppen erstellt. Entdeckt wurden natürlich wie die meisten NGC-Objekte alle diese Galaxien, die wir hier sehen, von Wilhelm Herschel, also ja, jetzt habe ich den Vornamen Deutsch, den Nachnamen Englisch ausgesprochen. Es war ein Deutscher, der irgendwie nach England gegangen ist, also Wilhelm Herschel und hieß dann in England William Herschel. Interessant ist, dass sowohl NGC 5371 als auch die NGC-Galaxien in der Higson-Gruppe 68 alle ungefähr in der gleichen Entfernung sind. Und zusammen, diese ganze Gruppe zusammen, nennt man die Big Lick Group. Warum die jetzt Big Lick Group heißt, das weiß keiner so genau. Man sieht auf jeden Fall in dieser Higson-Gruppe auch Anzeichen von Wechselwirkung. Ihr seht nämlich dort wieder die typischen Sternströme, die da ja ein Anzeichen dafür sind, dass hier Interaktion zwischen den Galaxien stattfindet und dann entstehen solche Sternströme. Wenn ihr diese Galaxien alle zusammen belichten wollt, dann, ja, hier war das jetzt auch wieder einiges an Brennweite. Also auch hier ist es wieder so, das Feld täuscht vielleicht, das ist nicht so groß am Himmel. Also ab 800 mm Brennweite aufwärts. Aufwärts würde ich sagen, ein 10 Zoll Newton mit einem Meter oder mit 1200 mm ist natürlich dann noch besser geeignet oder ein Schmidt-Cassegrain-Teleskop mit richtig Brennweite. Dann könnt ihr hier mal einen Schuss wagen. Um diese Sternströme auch zu fotografieren, lohnen sich lange Belichtungszeiten, damit die auch ja so ein bisschen aus dem Rauschen herauskommen, damit man die so ein bisschen herausarbeiten kann. Jetzt habe ich mir doch mal ein Objekt in der Jungfrau rausgesucht, auch wenn es relativ tief steht, aber es ist eine interessante Geschichte. Das ist NGC 5364 und diese Galaxie, das seht ihr hier schon in Stellarium, die steht da nicht alleine. Wir haben hier in dieser Aufnahme, die ich euch jetzt zeige, das ist eine Wide-Field-Aufnahme, sehen wir außerdem unter anderem, ich nenne nur ein paar noch, NGC 5363, NGC 5348 und wir sehen eine kleine Galaxie, NGC 5338 und die liegt ja in einem Cluster, wahrscheinlich liegt die nicht wirklich da drin, sondern davor, aber diesen Galaxiencluster, den wir da sehen, das ist Abel 1809. Also hier sehen wir einen richtigen Galaxienzoo, viele Galaxien aufeinander. Das ist wie gesagt eine Wide-Field-Aufnahme mit nicht so viel Brennweite, mit einem Takahashi Epsilon 130, der hat gar nicht so viel Brennweite. Also hier könnt ihr auch mit 400, 500 mm dieses Bild auch schon, sage ich mal, nachmachen und habt dann diesen ganzen Galaxienzirkus oder Galaxienzoo auf einem Bild. Der Autor des Bildes, Markus Blauensteiner, hat aber auch noch eine Detailaufnahme gemacht. Da könnt ihr mal suchen nach Astrofoto der Woche im Zusammenhang mit NGC 5364. Da sieht man eine Detailaufnahme, auch die ich jetzt hier nicht zeige. Und interessant ist auch, dass man da ja auch wieder auf sehr lang belichteten Aufnahmen sehr interessante Sternströme sehen kann. Und es lohnt sich, dieses Feld, auch wenn ihr das mit weniger Brennweite macht, wirklich tief zu belichten, also 10 Stunden zu belichten unter dunklem Himmel und aufwärts, damit hier wirklich noch interessante Details im Hintergrund sichtbar werden. Machen wir jetzt einen großen Schritt in Richtung Zenit, in Richtung Norden. Da ist das Sternbild Drache selber. Der Drache ist ein unscheinbares Sternbild, aber es befinden sich viele interessante Objekte, vor allen Dingen Galaxien im Sternbild Drache. Eine interessante Galaxie ist Messier 102. Und das ist schwer zu finden, Messier 102 unter der Bezeichnung, ja, ist das nicht so bekannt eigentlich.
Denn ja, der gute Charles Messier war bei dieser Galaxie so ein bisschen, ich sag mal, schlampig und man konnte dann irgendwie im Nachhinein, also die Historiker konnten im Nachhinein auch nicht wirklich zuordnen, hat er jetzt wirklich M102 gemeint, also hat er wirklich diese Galaxie, die heute als M102 bekannt ist, in seinem Katalog, in seinen Aufzeichnungen dort eingetragen. Also lange Rede, kurzer Sinn, diese Galaxie, die ich euch hier zeige, ist besser bekannt als NGC 5866. Die Aufnahme hier stammt von Carsten Frenzel. NGC 5866, das ist der Urtyp, der Prototyp einer linsenförmigen Galaxie. Und sie wird auch Spindelgalaxie genannt. Ganz interessant ist, dass es ein Staubband gibt, ein ganz, ganz, ganz dünnes Staubband im Zentrum dieser Galaxie. Und bekannt ist eigentlich dieses Staubband geworden durch eine Aufnahme des Hubble Space Teleskops. Das zeige ich euch hier jetzt auch mal nicht. Könnt ihr auch mal googeln. Dort sieht man sehr beeindruckend dieses Staubband. Wenn ihr etwas mehr Brennweite habt, könnt ihr versuchen, dieses Staubband ein bisschen noch im Detail zu fotografieren. Passt nur auf mit dem Schärfen. Das wird heutzutage gerne mal übertrieben. Und dann sieht das sehr unnatürlich aus. Generell seht ihr, dass man mit moderaten Brennweiten, sage ich mal, hier auch schon ein schönes Feld erreichen kann. Aber natürlich, das sind alles keine riesengroßen Galaxien, die ich euch heute hier zeige. Und da ist natürlich mehr Brennweite immer besser. Und da sind solche Teleskope wie zum Beispiel ein 10 Zoll Newton oder Schmidt-Cassegrain-Teleskope, die richtig Brennweite haben, interessanter, weil sie ein spannenderes Bildfeld ergeben. Ja, weil das Objekt, das eigentliche Objekt, dann formatfüllender gezeigt wird. Und mein Standardspruch bei Galaxien wie bei Kugelsternhaufen, bitte keine Filter verwenden. Auch hier ist H-Alpha-mäßig oder so nichts zu holen. In mondlosen, dunklen Nächten ohne Filter belichten. In diesem recht unscheinbaren Sternbild Drache gibt es auch ein Triplet. Genauso wie es ein Leo-Triplet gibt, gibt es ein Draco-Triplet. Das ist nicht ganz so markant wie das Leo-Triplet, sage ich mal, aber auch eine ganz schöne Geschichte. Man sieht das hier in Stellarium schon, aber noch schöner sieht man das auf der jetzt folgenden Aufnahme. Das sind nämlich drei unterschiedliche Galaxientypen. Wir haben eine Spiralgalaxie, das ist NGC 5985, dann haben wir eine elliptische Galaxie 5982, NGC 5982 und eine sogenannte Edge-on-Galaxie NGC 5981. Auch hier ist es so, ihr seht, man braucht nicht viel Brennweite, um jetzt dieses Draco-Triplet schon zu fotografieren, aber so ein Minimum an Brennweite solltet ihr schon haben. Also man kann das natürlich auch alles mit so einem 500 mm APO zum Beispiel machen oder mit einem kleinen Spiegelteleskop, aber ab einem 8 Zöller fängt es an interessanter zu werden und mehr Brennweite zeigt einfach diese Galaxien mehr im Detail und das sieht natürlich irgendwo interessanter aus. Ihr könnt immer oder solltet grundsätzlich dann auch lange belichten, damit auch die ganzen kleinen Hintergrundgalaxien sichtbar werden. Das füttert so eine Aufnahme auch immer an, dadurch wird sie auch besonders. Und wer weiß, vielleicht entdeckt man auch im Hintergrund spannende Sachen wie kleine Zwerggalaxien oder Gezeitenschweife von Galaxien und so weiter und so fort. Also keine Filter, dunkle Nächte, lange Belichtungszeiten. Das ist eigentlich jetzt im Frühjahr oder im jetzt bald kommenden Frühsommer ja das Credo. Da nutzen euch die Schmalbandfilter so gut wie gar nichts eigentlich. Das Objekt des Monats ist NGC 5907, manchmal auch NGC 5906 genannt. Das ist eine Galaxienkantenlage, ebenfalls im Sternbild Drache. Und dieser Galaxie habe ich vor ein paar Jahren schon mal ein komplettes eigenes Video gewidmet. Ich möchte hier die Story, die hinter dieser Galaxie steckt, aber nochmal hervorkramen, weil sie so spannend ist. Entdeckt wurde diese Galaxie, wie kann es anders sein, von William Herschel, und wir sehen sie in Kantenlage. Diese Galaxie hat einen sehr wenig ausgedehnten Bulge. Unter Bulge versteht man diese zentrale Verdickung. Und ansonsten ist auch eigentlich nichts außergewöhnlich an dieser Galaxie. Wir sehen im Zentrum so eine typische Gelbfärbung und in den Außenbereichen die typische blaue Färbung, die durch junge Sterne verursacht wird, und wir sehen alle möglichen Dunkelwolken, und in dieser Kantenlage ergibt das dann so ein Staubband.
Die einzige kleine Besonderheit, die man jetzt hier auf diesem ersten Bild sehen kann, auch wenn man genau hinschaut und sozusagen auf den ersten Blick, die erste Besonderheit ist, dass die Galaxie ein wenig verbogen ist. Im Englischen sagt man gewarpt. Jetzt kommt aber die eigentliche spannende Geschichte um diese Galaxie und die geht los im Jahr 2000, denn im Jahr 2000 konnten zum ersten Mal Astronomen einen Sternstrom um die Galaxie NGC 5907 nachweisen und im Jahr 2008 ist es gelungen, diesen Sternstrom noch detailreicher darzustellen und zwar mit Hilfe einer sehr, sehr tiefen Amateuraufnahme. Diese Aufnahme erschien am 19.06.2008 sogar als APOD und diese Aufnahme war so ein bisschen so eine kleine Sensation. Ein Wissenschaftler, der hier übrigens in Deutschland sitzt, der hat dann auch mit diesem Amateurastrofotografen eine Zusammenarbeit angefangen und der hat sogenannte Simulationen gemacht und konnte dann auch den Ursprung dieser Bögen mit diesen Simulationen angeblich ganz gut erklären. Und es heißt dann in diesem Paper, dass diese Galaxie irgendwann mit einer Zwerggalaxie interagiert hat und dadurch diese Gezeitenschweife, wie man sie nennt, zustande gekommen sind. Ich fand dieses Bild von Anfang an etwas schwierig, etwas komisch. Mich hat das nicht so angesprochen. Ich fand das zwar beeindruckend mit diesen Sternströmen, aber von der Bearbeitung sah es mir sehr überstrapaziert aus. Die Sterne sind übermäßig bearbeitet. Und diese Sternströme sehen so ein bisschen aus, als hätte jemand mit Photoshop die dort in das Bild reingemalt. Und ich war nicht der Einzige, der das gedacht hat, aber man konnte dann auch eine Originalaufnahme sehen, also das roh gesteckte FITS-File dieser Aufnahme und auch da konnte man diesen doppelten Loop erkennen und wie so eine Bildbearbeitung danach ausfällt, ist ja auch immer ein bisschen Geschmackssache. Es ist dann wenig später eine zweite Aufnahme erschienen und die stammt lustigerweise eben vom Capella-Team und auch diese Aufnahme zeigt diesen zweiten Sternstrom. Allerdings hatte diese Aufnahme ein großes Problem und zwar, es gab keine Flats. Ja, diese Aufnahme und dieses APOD, ich glaube, dieses APOD ist sogar mehrfach wiederholt worden. Also man fand überall im Laufe der Jahre jetzt diese Aufnahme immer wieder und das war so das Paradebeispiel dafür, dass man irgendwie diese stellaren Ströme um Galaxien entdeckt hatte und auch, dass hier Amateure mit Profis zusammenarbeiten. Und ein paar Jahre später wiederum gab es jetzt wieder so ein wissenschaftliches Paper von einem US-Astronomen und dessen Titel war NGC 5907 A Different View of the Iconic Stellar Stream und zu Deutsch heißt das eine andere Ansicht des ikonischen Sternstroms und das ist schon so ein bisschen doppeldeutig. Der Astronom heißt Peter von Dockum von der Yale University und vielleicht ist euch der Name schon mal irgendwo untergekommen. Man sieht den Namen eigentlich recht häufig, wenn ihr zum Beispiel irgendwelche Astrodokus schaut, dann sieht man den Namen schon mal häufiger. Da hat zuletzt für Aufsehen gesorgt mit der Entdeckung eines schwarzen Lochs, was irgendwie aus einem oder aus von zwei anderen schwarzen Löchern weggeschleudert wird. Da gab es eine ganz bekannte Aufnahme, die er gemacht hat. Peter van Dockum arbeitet unter anderem mit dem Dragonfly Array. Das ist so ein Teleobjektiv-Zusammenschluss. Damit kann man eben zwar nicht eine hohe Auflösung erreichen, aber sehr schwache Objekte am Himmel, die eine große Ausdehnung haben, nachweisen. Und mit diesem Dragonfly Teleskop hat er dann eben auch und seine Kollegen 5907 NGC 5907 fotografiert und hat festgestellt, dieser zweite Sternstrom, der ist überhaupt nicht da. Und in dem Paper heißt es dann weiter, dass man den ja nicht nachweisen konnte, obwohl dieses Dragonfly-Teleskop auf dem gleichen Gelände steht wie das Teleskop, was der Amateurastronom aus den Vereinigten Staaten Jahre zuvor benutzt hatte, um eben diesen Doppelbogen da nachzuweisen. Man konnte auch sagen, okay, wir haben in etwa die gleiche Belichtungszeit, die Bedingungen waren in etwa gleich, also müsste sich dieser Doppelbogen auch zeigen, tut er aber nicht. Dann hat man auch hier Simulationen gemacht und hat gesagt, eigentlich lässt sich mit einer Simulation auch sehr gut nur dieser einzige Bogen da irgendwie erklären.
Pieter van Dokkum hat natürlich dann geguckt und hat andere Leute gefragt, unter anderem auch das Capella-Team nach den Original-Rohdaten. Und da war dann eben das Problem, dass dort die Flats fehlten. Auf seiner Homepage hat er das so ein bisschen dann dokumentiert und aufgearbeitet. Und da sieht man eigentlich, dass ja nicht wirklich gut aus den Aufnahmen hervorgeht, dass dieser zweite Strom da ist. Und auch andere Aufnahmen, die diesen zweiten Gezeitenschweif da zeigen, da hat plötzlich die Katze die Rohbilder gefressen und diese Rohbilder waren nicht mehr aufzufinden, also die Ursprungsrohbilder, und im Internet kursieren halt nur irgendwelche bearbeiteten JPEGs, mit denen Wissenschaftler natürlich nichts anfangen können. Es ist klar, dass sich in diesem Fall jetzt ein Streit zwischen den Wissenschaftlern entwickelt hat, und so ist das nun mal in der Wissenschaft, da muss sich gestritten werden, denn wenn man die Wahrheit rausfinden will, dann muss man sich streiten, und jetzt muss eben rausgefunden werden, ist dieser Strom da oder ist er nicht da. Die Zeichen stehen ziemlich drauf, dass dieser Strom nicht da ist. Was heißt das für uns Amateurastronomen? Was können wir da für Schlüsse draus ziehen? Macht immer vernünftige Kalibrierbilder, Flats, Darks und Flat Darks und so weiter und so fort. Kalibriert eure Bilder ordentlich, belichtet tief, denn es kann tatsächlich sein, dass wenn ihr mal eine tiefe Aufnahme gemacht habt, dass tatsächlich Profi-Astronomen das Internet durchforschen nach solchen Aufnahmen. Denn eins haben wir Amateure den Profis weit voraus. Wir haben sehr, sehr viel Zeit. Wir können Stunden, 20, 30, 40, 50 Stunden und mehr Belichtungszeit in nur ein Objekt investieren. Dafür haben die Profi-Astronomen niemals die Mittel. Und wenn ihr Bilder bearbeitet, dann achtet darauf, dass ihr nicht irgendwie das letzte Rauschen noch irgendwie mit den Gradationskurven zu irgendwas nach oben zieht, irgendwie, damit es so aussieht, als hätte man da irgendwelche schwachen Strukturen im Hintergrund. Dann lieber irgendwie nicht so stark an den Kurven ziehen und dann aber eine belastbarere Bildbearbeitung haben. Wenn ihr jetzt selber dieses Objekt fotografieren könnt, dann könnt ihr euch denken, um diese stellaren Ströme zu belichten, braucht man sehr, sehr, sehr dunklen Himmel. Man braucht sehr lange Belichtungszeiten, also mindestens mal 20 Stunden, eher mehr, um wenigstens den einen Sternstrom nachzuweisen. Und natürlich ist es interessant, wenn ihr jetzt mal sagt, da möchte ich aber mal wissen, was da jetzt los ist, dann könnt ihr natürlich mal viele, viele Stunden auf dieses Objekt draufhalten und gucken, ob da noch irgendwas kommt. Aber auch ohne diese Sternströme ist es natürlich eine schöne Galaxie, die man auch einfach so mal fotografieren kann. Und da gilt wieder ab 800 mm bis 1000 mm und darüber hinaus Brennweite fängt das an, bei solchen Galaxien Spaß zu machen. Ein paar Stunden Belichtungszeit solltet ihr auf jeden Fall investieren. Keinerlei Filter, und auch hier, selbst ohne Sternströme, ist ein dunkler Himmel Pflicht. Kommen wir zu den Exoten, da habe ich in diesem Monat leider nur zwei für euch. Das erste Objekt, was ich euch zeigen möchte, das liegt hier irgendwo zwischen dem Drachen und dem kleinen Wagen oder kleinen Bären, und das ist die Ursa Minor Dwarf Galaxy, oder zu Deutsch die Ursa Minor Zwerggalaxie. Wir finden diese Galaxie hier, seht ihr, das ist sozusagen der Kasten vom kleinen Wagen, und hier etwas südlich davon, dort findet man diese Galaxie in Stellarium. Kann ich die gar nicht mehr anzeigen, und selbst hier in diesem Deep Sky Browser ist sie eigentlich schwer zu erkennen. Also man sieht es so, wenn man weiß, wo sie ist, sieht man, dass hier so eine Sternwolke ist. Ich zeige euch hier eine Aufnahme von dieser Ursa Minor Dwarf Galaxie. Das ist eine elliptische Zwerggalaxie und das ist ein Begleiter unserer Milchstraße. Wurde entdeckt übrigens 1954 von Albert George Wilson am Lovell Observatory, und zwar in Aufnahmen des Palomar Teleskops, Mount Palomar Teleskops. Das war der Palomar Sky Survey und das ist der heutige Digitized Sky Survey. Das sind genau die Aufnahmen, die ich euch hier gerade gezeigt habe in diesem Deep Sky Browser. Das Schöne bei diesem Objekt ist, dass ihr nicht die wahnsinnig langen Brennweiten braucht, um das zu belichten, aber ja, es kommt immer mit einem Haken an der Sache, und das ist, ihr braucht lange Belichtungszeiten. Also ich würde mal sagen, mindestens 10 Stunden, damit sich hier diese Galaxie ein bisschen vom Hintergrund abhebt. Das wird schwer, weil das ist ein ziemlich lockerer Haufen da von Sternen, den man da eigentlich nur belichtet, und man braucht
ordentlich Belichtungszeit. Und dann ist es ein bisschen Geschick in der Bildbearbeitung, dass man es vielleicht schafft, dass sich dieser Sternknubbel, dieser Sternhaufen da vom Rest von der Umgebung absetzt. Es gibt noch eine zweite schöne Aufnahme, die könnt ihr bei Astrobin mal suchen, die ich auch bei Wikipedia gefunden habe. Und das ist eigentlich mit ja ganz normaler Amateurausrüstung gemacht. Also ist ein Objekt, was möglich ist, was nicht so wahnsinnig spektakulär ist, wenn man ganz ehrlich ist. Aber es gibt nicht viele Aufnahmen und da liegt doch immer auch der Reiz bei solchen exotischen Objekten. Ja, und der zweite Exot, der befindet sich im Sternbild Bärenhüter. Man sieht hier noch die Deichsel des großen Wagen und ich zoome jetzt mal rein, dann werdet ihr auch sagen, was ist denn da, wo will er hin? Ja, das Objekt ist ein sehr, sehr, sehr alter planetarischer Nebel und man erkennt ihn hier in dieser Aufnahme wirklich nur, wenn man weiß, wo er genau sitzt. Hier ist so ein heller Stern und hier unten ist so ein leichter aufgehellter Bogen und hier rum geht dieser planetarische Nebel, dieser alte planetarische Nebel, da heißt Jacobi 1 und der wurde erst 1993 entdeckt von eben jenem Astronomen mit dem Namen Jacobi. Das ist ein sehr alter planetarischer Nebel und ein sehr lichtschwacher planetarischer Nebel und deswegen ist er auch relativ groß und man braucht jetzt nicht die Riesenbrennweiten, um Jacobi 1 zu fotografieren, aber was man genau wie bei der Ursa Minor Dwarf Galaxie braucht, sind sehr, sehr lange Belichtungszeiten und hier müsst ihr mit Schmalbandfiltern arbeiten. Und da jetzt eine Empfehlung auszusprechen, also diese Aufnahme hier wurde gemacht mit einem Duo Narrowband Filtern. Ihr seht, dass im fertigen Bild der Nebel überwiegend grünlich-blau erscheint. Das deutet eigentlich darauf hin, dass hier sehr viel O3-Licht sichtbar ist. Viel ist hier relativ allerdings. Aber im Entdeckerpapier heißt es, dass eigentlich das meiste Signal in H-Alpha kommt. Also, das jetzt mal mit Vorsicht zu genießen, denn man sieht ja hier, der Nebel ist alles andere als rot. Aber wie gesagt, im Entdeckerpapier wurde eigentlich die meiste Emission in H-Alpha nachgewiesen. Das heißt, wenn ihr eine Farbkamera habt, seid ihr mit einem Narrowband-Filter, Duo-Narrowband-Filter auf jeden Fall auf der sicheren Seite, weil ihr ja beide Wellenlängen einfangt. Und mit Monokameras, ja, müsst ihr auf gut Glück eben auch in H-Alpha belichten, hoffen, dass da auch ordentlich Signal kommt. Theoretisch müsste da mehr Signal kommen als in O3. Theoretisch müsste der Nebel dann aber auch, ja, zumindest irgendwie violett erscheinen und nicht blau wie in dieser Aufnahme. Also ist ein spannendes Objekt, wie gesagt, große Brennweiten braucht man nicht, sehr, sehr dunklen Himmel. Ich würde euch hier auch nicht empfehlen, obwohl man mit Schmalbandfiltern hier ran muss, unbedingt bei Mondschein zu fotografieren, sondern trotz Schmalbandfilter eher bei Neumond fotografieren. Ich glaube, genauso haben wir es hier bei dieser Aufnahme auch gemacht und dann mal mindestens 10, wenn nicht 15, wenn nicht 20 Stunden belichten. Wir haben hier für die Umgebung dann relativ kurz belichtet, nur 3 Stunden, ja, relativ kurz, wie gesagt. Und natürlich kommt man dann auch, oder sieht man dann noch in der Umgebung interessante Hintergrundgalaxien. Das verleiht dann insgesamt dem Bild eine schöne Tiefe. Aber wichtig ist hier, dass ihr mit O3 und eventuell H-Alpha wirklich tief geht. Ich hoffe, diese Himmelsvorschau war für euch wieder interessant und inspirierend. Und bevor ich mich jetzt verabschiede, kommen hier noch die Laserbilder. Vielen Dank für alle Einsendungen und bis zum nächsten Mal.